ganz schön stressig, das Ganze hier. Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Donkey Kong DLC. Genau. Wir sind hier bei einem weiteren Rätsel. Blau. Ja doch! Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie gerne an. Da haben wir auch schon ein krasses Rätsel gelöst, was eigentlich gar nicht so schwer war, aber viel zu viel Weg zum Laufen. Genau, dann wisst ihr, wo wir jetzt gerade sind. Doch, das sollte exakt so, wie ich denke, dass es soll. Nope, it doesn't. Nope, it doesn't. Nee, doch nicht. Wait a moment. Oh, aber doch. Ja. Aber wofür ist grün? Grün finde ich nicht gut. Ich bin ein bisschen doof. Hier bin ich nicht. Blau muss runter. Blau muss hoch. Und activated. Das gibt mir gelb. Ach, gelb und grün brauche ich für die Chest. Also grün kein Problem. Aber grün und gelb. Okay. Oha. Also grün hätte ich jetzt so gemacht. So jetzt blau aktivieren und dann ist gut. Aber wenn ich den hier wegbewege, geht ja gelb wieder hoch. Ich glaube, ich schneide euch das Ganze, bis ich einen guten Lösungsansatz habe. Okay. Also ich habe jetzt ein bisschen weiter rumprobiert. Ich bin jetzt so weit, dass ich sagen kann, gelb habe ich. Und jetzt fehlt noch grün. Und legit kein Plan. Zählt das nicht? Ey, wenn ich eure Zeit verschwende, ihr müsst euch die Folge nicht anschauen. Die Folge ist todeslangweilig gerade bis jetzt. Ich versuche gerade grundsätzlich vorzubereiten alles. Ihn darf ich hier nicht wegbewegen. Doch, maybe könnte ich eine Lösung haben.
Das Problem ist, ich komme nie wieder an den anderen Block dran. Ja. Okay. Aber die Frage ist, wie komme ich hier zum Stehen? Oha. Das ist doch nicht so schwer, wie es aussieht, Guys. Ja, fertig. Zack. Blau wird aktiviert. Und yo, war das schwer. Die ersten 7 Minuten des Todes verschwendet. Es tut mir leid. Ja. Sorry. Wir bekommen den Dschungel-Jingle. Ja. Und können weitergehen. Warte mal, wie komme ich da hin? Hallo, wie komme ich da hin? Komme ich da jetzt hin? Okay. Da nehme ich doch gerne das Puzzleteil mit. Und das war's noch nicht mit dem Rätsel. Ich glaube, das wird heute die Folge der 1000 Rätsel. Das ist eine unnötig lange Animation, es tut mir leid, aber feiere ich nicht. Und es ist gar kein Rätsel, okay. Das war, fahr halt durch die Röhre durch. Okay. Und dann geht es jetzt auch storytechnisch endlich weiter. Yeah. Wir sind back in the jungle. Das sieht ja mal nice aus. Der goldene Super Rabbit. Wo geht es storytechnisch weiter? Alles hier ist sass. Okay. Wir sind an dem Punkt, an dem alles unnötig schwer wird. Wisst ihr noch, als ich in Part 1 oder 2 erzählt habe, es gibt sowas mit diesen Schmugglern, was einfach fast unmöglich ist zu machen? Herzlich willkommen zu dieser Herausforderung. Ach ja, böse Bananen, die zweite. Und DK kann schon mal gar nichts. Das ist so unmenschlich. Das wird mich jetzt safe über eine Stunde kosten. Sind das drei? Es sind drei Spuren. Ich muss ja hier nicht. Nein! Ja, okay. Wir starten nochmal neu. Ich hätte zuerst mit Cranky springen müssen. Ihr fragt sich, warum startet er neu wegen einem falschen Zug? Es ist unmenschlich schwer und ihr seht gleich, was ich meine. Ah, komm, skip das Ganze. Ich hab gar keinen Bock heute auf diese Herausforderung. Ich muss noch so viel machen für ein neues Projekt, was ansteht. Kein Let's Play, was anderes. Seid auf jeden Fall gespannt. Wobei, wenn das Video kommt, sollte das andere vielleicht auch schon oben sein, aber egal. Das ist dumm, dass ich den nicht grabben kann. Das wird unmenschlich. Ja, okay, wir machen so, wir machen so. Actually besser.
So kommen beide angelaufen. So, so machen wir. Das ist mein erster Zug. Strong, er kommt angelaufen. Ich weiß nicht, was macht DK für Schaden? Stoß finde ich actually nicht nice. Aber er... Okay. Nein. Nein, 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 nein. Mann, warum? Ich habe sie näher ans Ziel geboostet. Einer ist tot. Oh, das kann vielleicht doch was werden. Ja, und Peach ist jetzt halt... Okay, der andere wird stressig. Kommt er durch die Röhre oder läuft er? Er läuft. Ein Feld. Der Weg ist kürz. Das ist so schmerzhaft. Nee. Ey, ihr interessiert mich null. Also wer auch nur einen einzigen anderen Gegner angreift in diesem Battle, dem ist nicht mehr zu helfen. Das kannst du keinem erzählen. Ich gehe durch die Röhre. Dash den weg. Ich muss auf den vorderen schießen. Es geht nicht anders. Also, ich weiß nicht wie sonst. Ich wollte mich eigentlich kleiner machen, schon vor 2 Folgen. Mach ich jetzt. So. Stück runter, maybe. So. Ich muss sie da wegholen. Das ist das Problem. Honig, bitte. Honig. Ja. Ja, oh mein Gott, das war so gut. Das war so gut. Frankie, du musst geben, was du hast. Ey, für ein First Try ist das so nice. Für ein First Try ist das so gut. So damn gut. Tinte, sie können alle nicht angreifen. DK kommt da nicht rüber. DK kommt nur so hier hin. Ey, DK kann die rausnehmen. Okay. Okay, okay. Als ob das so gut läuft. Das ist... Ich habe das noch nie unter 10 Versuchen geschafft. Ich habe das legit noch nie unter 10 Versuchen geschafft. In meinem ganzen Leben nicht. In meiner gesamten Karriere nicht. Wie krass. Einfach. Nee, nicht im First Try. Der hat noch ultimativ viele Leben. Aber ich kann ihn ja ein Stück zurückholen, indem ich auf ihn schieße. So strong. Warum ist mein Mikrofon so weird gerade? So. Sollte von der Höhe her wieder stimmen. Jetzt noch Honig wäre so schön. Ich habe gewonnen. Im First Try das schwerste Level oder der schwerste Kampf in Game. Drei von 13. Ein Zug länger und einer wäre im Ziel gewesen, obviously. Krass! Krass! Tatsächlich unerwartet. Und mein Mikrofon, ihr merkt, das hängt so bad. Ich setze mich ein Stück nach da. Dann kann ich es vielleicht ein Stück so machen. Dann ist es vielleicht nicht ganz so im Weg und man hört mich trotzdem gut. Und was ist jetzt hier los? Hängen hier meine Kopfhörer fest. Es ist alles so provisorisch hier, ihr glaubt es kaum. Ein Stück runter wäre schon noch gut. So.
Wie nice. Ah, okay. Das ist der falsche. Grün ist... Ja. Weiß ist ganz unten. Da kommt blau auf die Mitte. Gelb eins hochversetzt. Und rot wieder in die Mitte. Nein. So. Oh, grün ist ganz in der Mitte. Nein! So, und das muss runter. Hä? Ich hatte es vorher richtig. Ja, hatte ich. Nur das eine hat nicht gestimmt, okay. Perfekt, nächste Chest. Wir bekommen wieder Sounds. Und zwar die Dschungeldisharmonie. Schön. Und wir sliden direkt in den nächsten Kampf rein. Und das sind wieder Bananen zerstören. Ich sehe es doch schon. Zerstöre meine lieblingsbösen Bananen. Das passt auch. Diese Schmuggler wollen diese bösen Bananen mitnehmen. Und direkt dahinter ist ein Feld mit Bananen. Bösen Bananen als nächster Kampf. Das ist rein... chronologisch schon gut gelöst. Aber ich glaube, das kann man bei einem Game auch erwarten. Ah, wobei in letzter Zeit bei Nintendo. Ich sag dazu gar nichts. Dann. Lass uns doch mal hier hinstellen. Und den mal da reinwerfen. Ich weiß, dass das ein Grobian ist. Ja. Okay, aber der kriegt davon keinen Schaden. Darüber muss ich auch... Ich habe das Feld nicht gesehen, dass Donkey Kong darüber kann. Können wir einfach so tun, als wäre das einfach niemals passiert. Wär okay. Das da in der Mitte wird schwierig, I see. In letzter Zeit, wenn wir... Komm, lass mal ein bisschen aus dem alltäglichen plaudern. In letzter Zeit spiele ich wieder so viel Elden Ring. Ich bin jetzt legit, mein Charakter ist jetzt legit Level 100. Davon sind über 60 Level, ich glaube 70 oder so, Stärke. Und so ein paar andere sind noch so, wie heißt das, Kraftgedöns. Wie heißt das? Deine Lebenspunkte. Und ein bisschen was in Ausdauer. Ausdauer und Stärke am meisten. Soll ich Honig taken? Ich muss ja eigentlich nicht weglaufen. Deswegen... Ah, das war Stoß! No! Ey, Stoß und Honig, warum habt ihr die gleichen Farben? Die Bananen sind kaputt. Okay. Da wird mit Cranky reingesprungen. Wie ist dies? Weil Cranky macht ja dieses Bodenschießding. Bananen. Achso, da treffe ich mich aber selber mit. So mache ich so Schaden und so mache ich den gleichen Schaden und treffe dabei noch einen anderen. Wichtig. Sehr schön. Der kann schon mal nicht angreifen. Irgendjemand von denen wird sich safe bewegen. Und Rebel Peach stellt sich dahin und schießt einfach auf die Bananen. Und lässt den Grobian erstmal beiseite. So, der kann gar nichts. Oh yeah. Bubble?
Ich glaube, der kommt nämlich doch bis zu uns. Aber der wird doch safe laufen. Warum? Warum? Ja, die Bananen sind Geschichte. Er hat seine er tötet seine eigenen. Ja. Why denn auch not? So. Das ist die letzte Bananenpit. Nice. Kriegt jetzt auch nochmal schön hier eine Bombe rein. Schön Dash raus. Ich glaube nicht, dass es reichen wird von der Distance. Maybe? Nee. Aber die zwei können wir schön schmackhaft rausnehmen. Wunderbärchen. Ich mit meinem Wunderbärchen in letzter Zeit. Weird. Die lassen wir nur einschlafen, damit die gar nichts machen können. DK, du wirfst den einfach weg. Zack. DK kommt, glaube ich, nicht bis zu Peach. Wäre er gekommen, ich kann hier doch rüberhüpfen, dann durch die Röhre. Ich hätte es in der Runde beenden können. Oh, nee. Warum habe ich mich mit Donkey Kong so doof hingestellt? Ich weiß es nicht. Mit Cranky wollte ich auf das, ich wollte safe und ich hätte auf die anderen Bananenpits gehen sollen. Ja, hätte ich. Ich wäre zufrieden, wenn das gut ist. Der Zug mit Donkey Kong war ein bisschen sehr schlecht gewählt. Wie viel Leben hat der eigentlich? Ja, okay. Das lohnt sich halt null. Okay, ich habe vielleicht ein, zwei nicht ganz so kluge Züge gemacht. Das kriege ich gerade auch richtig zu spüren. Ich glaube, das wird... Also wenn das ein Perfekt wird, dann freue ich mich. Und wenn das kein Perfekt wird, dann bin ich trotzdem zufrieden mit meiner Leistung. So. Ventilator eingestellt. Was ist passiert? Ich will den eigentlich rausschmeißen, also komplett. Och, nee, Mann.
Bombe. Bitte ein Crit, bitte ein Crit. Bitte! Wieso kann Cranky nicht lau... Arsch! Ich muss mich auf Lich, ich muss Cranky ein. Oh mein Gott, der ist tot. Es tut mir leid, aber ich muss... Das ist ein unnötiger Schuss da rein gewesen. Aber ich muss Cranky saven. Mit Luck würde er Sprung kriegen und wegfliegen. Ich riskiere es. Riskiere ich es? Ich riskiere es nicht. Okay, das wird kein Perfekt. Das wird auf jeden Fall kein Perfekt. Das ist unfair. Der ist tot. Nur durch Werfen. Ach ja. Jetzt Luck, komm bitte. Warum denn? Mit Ei, das ist... Ach, komm! Sowas ist ja doch einfach wieder todesunfair. Also, wenn so ein Ding mit einem Leben überlebt, dann... Ach, komm! Wer hat sich diesen Müll ausgedacht? Ich weiß, dass das random ist, aber es fühlt sich nicht random an. Es hätte ein wirklich guter Kampf werden können. Wenn es jetzt nur wegen einer Runde ist, dass ich keinen Perfekt bekomme. Dann ist das so unfassbar unfair. Ich hätte es verdient, ich habe am Anfang einen Fehler gemacht, ich weiß. Aber wenn es jetzt wegen diesem einen Zug ist. Für die Leistung. Jetzt ein Like da lassen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.